Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Strategiespiel- und Zwergenfreunde, zu Age of Mythology The Titans. Jo. Wir gehen gleich wieder in die Titan-Kampagne und machen Mission 5, die alte Reliquie, in Ägypten. Also los geht's. Gibt es schon etwas Neues von den Truppen, die wir den Griechen geschickt haben? Ja, meine Königin. Sie sind eingetroffen und verteidigen Sikios. Es heißt, die Atlanter stehen vor den Toren, greifen jedoch nicht an. Königin Amanra! Arkantos! Ich bin hier, euch zu warnen. Die Atlanter planen einen Überfall auf euch. Unsere Truppen sind bereits in Griechenland auf sie gestoßen. Nicht in Griechenland, sondern hier. Jetzt, da eure Männer fort sind, um die Griechen zu beschützen, werden die Atlanter euch dort angreifen, wo ihr ungeschützt seid. Zu Hause! Wir müssen uns vorbereiten. Die Atlanter wollen euch eine Lektion erteilen, weil ihr euch gegen sie gestellt habt. Sie wollen die vier Reliquien in diesen Landen als Zeichen ihrer Macht erobern. Haltet sie auf! Uns bleibt nicht viel Zeit. Die Atlanter werden bald hier sein. Die vier alten Reliquien bescheren dem Volk in diesen Landen große Gaben. Wir müssen sie alle erobern. Wir sind im heroischen Zeitalter gefangen und können erst dann göttliche Zauber erlangen, wenn wir die Reliquien hier erobern. Jo. Skopos? Herr Jones? Skopos? Netterweise, ja. Stellen Sie die vier Reliquien im Tempel von Kronos auf. Wird dieser zerstört? Haben Sie verloren? Ja. Regeln Sie die Durchgänge zum Tempel des Kronos mit Wellen ab. Schicken Sie einige Bürger auf die andere Seite des Flusses oder dort, um besetzten Siedlung ein Dorfzentrum zu errichten. Werden Sie jedoch auch Bürger in der Nähe des Tempels des Kronos, um militärische Gebäude errichten zu können? Ja. Gut. Skopos, Diat. Hier drüben haben wir nämlich schön viele Ressourcen. Burek, Mos Intem. Skopos. Wir haben aber leider nicht mehr genug Ressourcen, um noch ein Dorfzentrum zu errichten gerade. Diat. Weil wir schon das Dorfzentrum hier errichten. Yuji. Erschlost. Dafür haben wir Fanatikerhelden. Yuji. Von Anfang an. Wie wäre es, wenn wir rund um den Tempel des Kronos Bälle errichten? Ja, die Idee ist schon gekommen. Wo liegt diesmal der Schwerpunkt? Atlantische Helden. Atlanter können ihre Einheiten im Austausch gegen Rohstoff in Helden verwandeln. Bürger, Soldaten, alle können sich der Aufgabe stellen, die Helden am besten beherrschen, es mit mythischen Einheiten aufnehmen. Zwar kämpfen Soldatenhelden naturgemäß besser gegen mythische Einheiten als Bürgerhelden, ihre Gegner werden jedoch bald feststellen müssen, dass eine Stadt voller Bürgerhelden keine leichte Beute ist. Jo. Herr Jones, tell us Marke. Also ich schicke erst einmal mein Orakel hier ein bisschen rum. Um zu gucken, wo wir überall Wälle errichten müssen. Ach, an ein paar Orten. So, das dauert noch ein bisschen. Ich würde mal sagen, da haben wir genug Gold jetzt haben. Hör mal nicht auf, Holz zu fällen. So. Errichtet ihr mir hier ein zweites Dorfzentrum. Hier drüben geht es nämlich nur um die Wirtschaft. Und hier bräuchte ich eigentlich Holz für Militärgebäude. Die ich gerade zur Zeit nicht habe. Da hier ein zweites Dorfzentrum gebaut wird. Mark. Burek, Mark. Aber dich kann ich schon mal benutzen, hier einen Wald zu errichten. Ja, das ist so der erste Schritt, dass wir uns hier etwas absichern. Wir besitzen schon mal ein Herrenhaus. Und ja, wir müssen diese Reliquien hier einsammeln. Man sieht schon mal, wir haben mehrere Gegner. Mamashu, Sakara und Avaris.
Herr Jones, Yuji. So, ein Ding ist schon mal gesichert. Und Sakaris benutzt Aufdecken gegen uns. Gut, da wir jetzt erstmal mehr Holz brauchen und Gold. Und ein Hafen wäre demnächst nicht schlecht, dass wir hier die Fische fangen können. Also baut uns einen Hafen. Der Rest liefert mal mehr Holz. Dieser Tempel des Kronos kann nicht wie normale Gebäude versetzt werden. Ja, weil wir haben ja Kronos als Kronos verleiht einen mächtigen Fokus, wodurch die Bewegungsgeschwindigkeit. Das nehmen wir mal kurz. So, nächster Schritt Militärkaserne. Und die Fischerkutter hier besetzen meine. Jetzt fällt mir gerade das Wort nicht ein. Meine Fischgründe. Das lasse ich jetzt aber nicht auf mir sitzen. Skopos? Deswegen hole ich mir eine Bireme. So. Oh, und da kommt schon ein Angriff. Burek. So, Militärkaserne ist fertig. Burek. Du baust mir jetzt eine Händlergilde. Und die benutzen Bronzehaut? Das ist ja bei mehr als gemein, dass die Bronzehaut können. Herr Jones. So. Schloss. Jagd verforschen, dass ich die Tiere hier jagen kann. Aber jetzt ist es wichtig, dass wir Nahrung einsacken. Skopos? Ja, toll. Da passt Maima nicht auf seine Bireme auf und schon wird sie versenkt. Machen wir zwei neue und tun die am besten. So. Da wir jetzt erstmal mehr Nahrung brauchen als Holz. Oh. Hä? Nichts da. Ihr sollt euch nicht so weit vorwagen. Würdet ihr bitte den Tempel retten? Und du ihn bitte reparieren. Na, der Skorpionmann da ist nervig. Danke. Euch beide mache ich zu Helden. Kann ja nicht angehen. Und da muss ich ganz dringend gucken, dass ich hier zumache. So, wir kriegen Nahrung rein. Also ganz schnell zusätzliche Einheiten. So, ein neues Orakel wäre nicht schlecht. Sieht der ihr ernst, dass die direkt vor meinem... vor meiner Mauer so ein Obelisken errichten? Hier drüben sind wir eigentlich einigermaßen sicher.
So, noch einen dritten Fischkutter zum Nahrung sammeln. Ihr beide geht mal auf Defensiv, dass ihr den Gegner nicht die ganze Zeit verfolgt. Das geht nämlich gar nicht. Tempel können wir keinen mehr bauen. So, Nahrung und Gold sammeln. Und jetzt ganz dringend, ja, brauchen wir mehr Gold. Dafür brauchen wir mehr Holz. Für endlich mal einen Wachturm. Also ja, das wird sich jetzt hier ziehen, da wir... ziemlich in der Bredouille sind. Also wir haben da drüben noch nicht genug Leute, um ordentlich Rohstoffe zu sammeln. So, jagen wir Affen. Die haben so auf unser Dorfzentrum abgesehen, weil das auf sie geschossen hat. Oder auf das Orakel. So, Sichtweite und alles verbessern. Da müssten wir theoretisch hier auch noch zumachen. Und bräuchten ein paar mehr Arkusse. Jetzt aber erstmal das hier. So, wir haben drei Nahrungs. Wir brauchen noch mindestens zwei Dorfbewohner. Herr Jost? Burek. Burek. Skopos? So, hier unten wartet der Tod auf uns. Und ja, der macht jetzt hier das Ding kaputt. Was willst du, Fanatiker, bitte hier drüben? Okay, meine Einheiten benehmen sich etwas komisch. Am besten jetzt mal ein paar Mumillionen. Die beschwören besseres Wetter. Nee, Holz. Und du hast keine Affen mehr. Beziehungsweise du hattest nur den einen Affen. So, Momillos kommen. Jetzt hier noch so ein Gebäude. Ein Turm. Das hier gegen Kavallerie. Ihr drei zu Helden. Da uns der Gegner nämlich ziemlich oft mit mythischen Einheiten angreift. Und du Gold sammeln. So. Dann können wir uns mal kurz in der Richtung weiter umschauen. Oh, hier ist ein Übergang. Das bedeutet, wir müssen vorsichtig sein. An der Stelle. Falls die auf die Idee kommen, unser Dorf zu überfallen. So, jetzt kriegen wir endlich Rohstoffe rein und können damit unsere Gebiete absichern. Erst einmal. Und Verbesserungen erforschen. Das bringt uns nicht viel, eher bessere Landwirtschaft. Weil wenn hier alles abgejagt ist, müssen wir auf Felder umsteigen. Das machen wir erstmal nicht, das ist zu teuer. Ich hätte jetzt erstmal gern siedendes Öl, dass wir uns besser verteidigen können. Und dann hätte ich eigentlich gerne... Also erstmal gehe ich ziemlich stark auf unsere Verteidigung. Bevor ich... Na komm, machen wir mal aus dem Orakel auch einen Helden. Der Satyr kann heroische Erneuerung. Sehr schön. Das heißt, wir brauchen demnächst eine Festung. Die werde ich hier wahrscheinlich dann errichten. Da wir dort die heroische Erneuerung ja erforschen können.
Skobos? Also ein Palast meine ich natürlich. Mag. Da sind wir nämlich bis auf diesen Zugang hier ziemlich gut abgesichert.